Ja, herzlich willkommen bei Aktienlust. Heute bei mir zu Gast Markus Miller, ja, guter alter Freund. Ich bezeichne dich immer gern als Experte für alles außerhalb der Aktien. Ja. Vor allen Dingen im Bereich der Kryptowährungen hast du ja jetzt Kompetenz aufgebaut. Ist ja Wahnsinn, Bitcoin auf Allzeithoch. Geht das so weiter? Ist das eine Blase? Wie siehst du das? Ja, also ich finde es selber auch ganz überraschend, dass das so schnell ging jetzt, dieser Kursanstieg auf 7.000 US-Dollar oder auf deutlich über 7.000 US-Dollar mittlerweile. Eine Blase ist es für mich nicht. Also für mich ist zumindest diese Technologie, die dahinter steht, die Blockchain-Technologie, was ganz Revolutionäres, auch was Evolutionäres und was Innovatives für die Entwicklung unseres Geldsystems. Ob sich der Bitcoin dann am Ende des Tages wirklich durchsetzen wird als der Marktführer der Crypto-Coins, das steht für mich heute noch nicht fest. Er kann auch scheitern. Man muss nur mal in andere Segmente gehen, beispielsweise bei den Suchmaschinen. Da gab es die erste oder eine der ersten Suchmaschinen, war Alta Vista. Und Google kam erst relativ eine gewisse Zeit später. Heute redet von Alta Vista niemand mehr, sind eingestellt worden. Google ist der absolute Marktführer mit weit über 90% Marktanteil. Und das könnte im Bitcoin theoretisch auch passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit als First Mover, die der Bitcoin heute inne hat, sich wirklich durchzusetzen und noch in ganz andere Kurssphären zu steigen, also Richtung 10.000, 20.000, halte ich für nicht unwahrscheinlich. Ja, jetzt werden ja viele Zuschauer sagen, ja, von was reden die zwei denn jetzt gerade? Bitcoin, ja, okay, neulich gab es mal in der Tagesschau die erste Meldung, ja, habe ich auch das erste Mal gehört in der Tagesschau, Bitcoin auf Allzeithoch. Vielleicht versucht doch mal in einfachen Beispielen zu erklären, was unterscheidet jetzt ein Bitcoin von einem Dollar? Ja, also mal ganz grundsätzlich ist es so, Bitcoin ist noch ein sehr junges Instrument. Bitcoin wurde im Jahr 2008 konzipiert. In diesem Jahr wurde ein sogenanntes White Paper, also eine Definition, ins Internet gestellt von einem gewissen Satoshi Nakamoto. Viele denken immer, das ist ein Chinese oder ein Japaner. Aus meiner Sicht ist es keine einzelne lebende Person, sondern es ist eine Entwicklergruppe, die sich einfach das Pseudonym Nakamoto Satoshi gegeben hat. Es kann auch ein Russe sein oder es kann auch ein russisches Entwicklerteam sein. Also muss nicht aus Japan kommen oder aus China. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es aus Asien kommt. Und die haben eben einen Quellcode, einen offenen Quellcode konzipiert, mit einer Limitierung von 21 Millionen Stück, wie eben Bitcoin gemeint werden können, also geschöpft werden können, durch Algorithmen, also durch mathematische Berechnungen. Und in dieser kurzen Ausführung sind jetzt schon die wesentlichen Unterschiede drin. Also Bitcoin ist kein Zentralbankgeld, das von einer Zentralbank über die Geschäftsbanken geschöpft wird, sondern es ist ein freies Marktgeld, frei von Zentralbanken. Es ist dezentral, es gibt ca. 6.000 Bitcoin-Miner. Dezentralität, also Miner, die diese Bitcoins schöpfen, dadurch entsteht auch eine große Sicherheit. Dann ist es so, dass eben keine Staaten Einfluss auf diese Währungen haben und die Limitierung, also im Gegensatz zu Zentralbankgeld, wo man ja täglich neu Geld schöpfen kann, um eben schuldenbasiert das Geldsystem am Leben zu erhalten, gibt es eine Limitierung von 21 Millionen Stück, die eines Tages irgendwann mal im Jahr 2130 geschöpft worden sind, also geschaffen werden. Und diese Münze, diese digitale Münze, für mich ist das nichts anderes wie ein digitales Bargeld, wird eben Erfolg haben oder scheitern, indem es akzeptiert wird als Geld. Und jetzt muss man sich halt mal fragen, was hat Geld für Funktionen? Geld hat die Grundfunktion als Recheneinheit, als Zahlungsmittel, also Zahlungsmittelfunktion und als Wertaufbewahrungsfunktion. Und alle drei Komponenten erfüllt der Bitcoin eben heute auch schon. Und jetzt ist es natürlich die Frage, in einer Welt der Digitalisierung, und da leben wir zweifelsohne, werden sich eben auch digitale Zahlungsverkehrssysteme durchsetzen. Und wenn dann große Firmen wie Apple mit Pay oder wie Amazon oder wie Microsoft den Bitcoin integrieren, dann wird es eben eine kryptografische Währung sein, die analog den gängigen Staatswährungen, US-Dollar, Euro, japanische Yen, Schweizer Franken, sich etablieren wird. Und für mich eben die wichtigste Komponente, wenn man immer sagt, ja, bei Bitcoin steht ja nichts dahinter. Ja, da muss man sich mal fragen, was steht denn hinter Bargeld dahinter? Nämlich Schulden. Unser Geld, auch unser Giralgeld, das auf unseren Konten liegt, ist eben schuldenbasiert geschöpft. Und beim Bitcoin stehen eben keine Schulden dahinter. Und deswegen sehe ich es jetzt nicht nur als Substitut, als mögliches Substitut für die Zukunft,
sondern eben als hervorragende Alternative eine neue Anlageklasse, nämlich sogenannte Digital Assets oder Crypto Assets, heute schon zu nutzen. Aber ich sage mal, gucken da die Staaten zu, ja, mit ihren Notenbanken, dass da im digitalen Bereich etwas entsteht, was sie eben nicht kontrollieren können. Wir haben ja schon gehört, dass auch gerade in dem Bereich der Kryptowährungen das eine oder andere Schwarzgeld oder kriminelle Geld irgendwo gewaschen wird. Ich meine, das kann man sich doch nicht angucken, da gucken die Staaten doch nicht zu. Das ist absolut richtig, wobei diese Geldwäsche-Thematik sehe ich nicht so. Weil bei digitalem Geld bedeutet das ja, dass man das kriminelle Geld, und das ist im Prinzip oder überwiegend physisches Bargeld, man muss das ja ins System bringen. Und ich kenne jetzt keine Bitcoin-Börse, die Bargeld annimmt, um Bitcoins zu kaufen. Jedenfalls nicht in großen Mengen oder in großen Summen, um hier wirklich geldwäscherelevante Dinge auszulösen. Das heißt, man muss ja das Schwarzgeld auf einer Bank einzahlen und dann von der Bank zur Bitcoin-Börse transferieren. Und somit hat nicht mehr die Bitcoin-Börse die Verantwortlichkeit für die Geldwäsche, sondern die Prüfungsprozesse liegen vorher in der Bank. Klar, gibt es irgendwann überall schwarze Schafe, das schließe ich auch gar nicht aus, aber in den Dimensionen, wie man das hier beschreibt, halte ich das für einen Mythos. Der zweite Punkt ist der, natürlich werden die Notenbanken nicht zusehen und keine große Notenbank sieht heute zu, sondern längst haben die großen Notenbanken alle eigene Kryptocoin-Blockchain-Forschungsabteilungen, auch die Deutsche Bundesbank. Die Norweger, die skandinavischen Länder sind hier führend, also die stehen kurz davor, irgendwann eine Zentralbank, iKrone beispielsweise, einzuführen. Und der andere Punkt ist natürlich der, natürlich können das Länder auch verbieten, aber man sieht ja, wie weit man mit Verboten kommt jetzt in China. Und in China sind leider die Meldungen in den deutschen Medien auch relativ undifferenziert wiedergegeben. In China ist der Fakt der, dass ICOs, also Initial Coin Offerings, vergleichbar mit IPOs an den Aktienmärkten, also Neuemissionen, vollkommen unreguliert waren. Es gab hier massive Auswüchse und viele Betrugsfälle. Und dadurch mussten die einschreiten und die haben natürlich das Pendel von ganz unreguliert und liberal zu vollkommen reguliert bzw. verboten schlagen lassen und haben die zwei größten Bitcoin-Börsen in China verboten. Das hat dazu geführt, dass sich der Bitcoin-Handel in Asien von ca. 90% bislang China verlagert hat, mittlerweile zu über 50% nach Tokio. Also die Anleger, digitale Wege, digitale Systeme sind eben sehr flexibel, die wechseln dann. Und ich bin davon überzeugt, China wird das eines Tages wieder öffnen, und zwar eines nahen Tages, indem es eben die Bitcoin-Börsen reguliert. Japan hat es ganz hervorragend gemacht. Japan hat Bitcoin als offizielle Währung anerkannt und Japan hat jetzt 11 Bitcoin-Börsen offiziell wie Finanzdienstleister zertifiziert und offiziell zugelassen. Und das wird auch der Weg sein, den wir in Europa sehen werden. Was viele nicht wissen, in Luxemburg gibt es eine Bitcoin-Börse oder eine Crypto-Coin-Börse, auf der auch andere Crypto-Coins handelbar sind, die offiziell in allen EU-Ländern durch den EU-Pass legitimiert und zertifiziert ist. Das ist Bitstamp. Jetzt eine andere Frage. Ich meine, klar, die Leute, die jetzt hier zuhören, die sagen, okay, das ist ein interessantes Thema, würde ich vielleicht auch gern was investieren. Hältst du das überhaupt für einen Privatanleger für sinnvoll, jetzt da schon tätig zu werden? Und dann die Frage natürlich, wie kann er das überhaupt machen? Ja, ich halte es absolut für sinnvoll. Ich halte es aber für wenig sinnvoll, von dem Privatanleger über Substitute zu gehen. Also es gibt von der Bank Vontobel ein Bitcoin-Zertifikat. Es wird jetzt dann die ersten Bitcoin-Finanzprodukte geben. Es wird auch Bitcoin- oder Crypto-Coin-Fonds geben. Ich rate jedem Privatanleger, gehen Sie zu einer soliden, seriösen Börse für den Anfang, zu einer Bitcoin-Börse. Da ist in Deutschland der Marktführer Bitcoin.de. Und eröffnen Sie da mal ein Konto und zahlen Sie 100 Euro ein. Das ist mal alles. Und dann verbringen Sie mal ein paar Wochen, ein paar Monate damit, mit diesen 100 Euro Bitcoins zu kaufen, vielleicht auch mal ein Zahlungsverkehrssystem zu nutzen, mal damit zu bezahlen und ein Gefühl zu bekommen, wie das überhaupt funktioniert. Also ich rate nicht dazu, jetzt 10.000 Euro in Bitcoin anzulegen oder ein Festgeld aufzulösen und Bitcoins zu kaufen, sondern einfach sich mal mit den Systemen beschäftigen. Es gibt in Österreich eine ganz, ganz tolle Börse, die heißt Bitpanda, bitpanda.com. Da kann man mittlerweile auch 5 unterschiedliche Kryptowährungen kaufen. Und wohin der Weg geht, zeigt aus meiner Sicht auch Österreich, unser Nachbarland. In Deutschland gibt es keinen einzigen Bitcoin-Automaten, der öffentlich zugänglich ist. Die BaFin hat es noch nicht reguliert.
In Österreich gibt es über 20 Bitcoin-Geldautomaten und über 1800 Stellen, nämlich jede Poststelle, bei der Sie 4 Kryptowährungen ganz einfach gegen Bargeld kaufen können. In Form von Bonds, die können Sie dann wieder scannen mit Ihrem Handy und auf Ihre elektronische Geldbörse, die sogenannte Wallet, laden. Also das rate ich Anlegern, sich erstmal mit den Grundlagen beschäftigen, Konten zu eröffnen und zu testen. So, nochmal, wenn ich es vielleicht sagen darf, wenn du jetzt einen Aktionär hast, der, oder jemanden hast, der Aktionär werden will, dann wird der ja auch nicht von heute auf morgen ein Depot aufbilden, sondern man rät ja diesen Menschen auch, zunächst mal vielleicht ein Demokonto zu öffnen bei einem Broker, die Aktien rein virtuell zu kaufen, aber nicht mit realem Geld, und Erfahrungen zu sammeln und später dann zu investieren. Und genau die gleichen Parameter gelten eben für Cryptocoins auch. Ja, vielen Dank, Markus. Ja, Sie sehen im Grunde genommen, es ist ja wie beim Aktienkauf auch, wie der Markus das schon angedeutet hat. Wir informieren uns beim Kauf einer Waschmaschine wochenlang, ja, über die Qualität, über die Vorzüge und Risiken. Beim Geld machen wir es anders und natürlich behalten wir das Thema Kryptowährungen weiter im Auge. Markus, wir werden uns sicherlich das ein oder andere Mal noch intensiver darüber unterhalten, gucken, wie das da weitergeht. Wie gesagt, wir sind hier am Ball für Sie bei Aktienlust TV. Bis demnächst hier wieder in diesem Kanal. Tschüss.